Wenn du am 1., 10., 19. oder am 28. Geburtstag hast, dann bist du laut Numerologie ein Einser geborener. Warum ist es so? In der Numerologie geht man immer von einer einstelligen Zahl aus. Also bei 10, die 0 verstärkt einfach die Zahl, die davor steht. Bei 19 addierst du 1 und 9, ergibt wiederum 10. Und bei 28 addierst du 2 und 8. Also diese vier Geburtstage werden in der Numerologie als Einsergeborene bezeichnet. Und bei diesem Video geht es um die Eigenschaften von Einsergeborenen. Ja, woran denkst du, wenn du die Zahl 1 siehst? Ja, ich drücke vielleicht ganz kurz auf die Stopptaste. Also ich denke unweigerlich, wenn ich einen Einser sehe, an den Sport, an den Sieger, der gewonnen hat. Ja, was hat ein Sieger meistens oder immer? Ja, ein Sieger hat einen starken Willen, er will sich durchsetzen. Ja, und er ist auch sehr diszipliniert. Und jetzt sind wir schon ganz mittendrin in den Eigenschaften von Einsergeborenen. Also Einserkinder, die haben einen ganz starken Willen, wollen sich in der Kindheit schon durchsetzen, sind sehr häufig, wenn mehrere Kinder sind, auch sehr häufig die Erstgeborenen, kommen auch oft als Einzelkinder auf die Welt. Und als Elternteil ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, dass solche Kinder sich schon also in der Kindheit schon durchsetzen möchten. Für Eltern, sage ich mal, eine besondere Herausforderung, vor allem in der Trotzphase. Da kann es sehr häufig passieren oder leicht passieren, dass Eltern eher die Nerven wegwerfen und oft diesen Willen bei den Kindern brechen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, das zu wissen, dass dieses Kind vor allem diese Begabung mitgebracht hat, sich durchzusetzen, einen ganz starken Willen hat. Weil wenn man das Kind diesen Raum gibt, dann sind sie als Erwachsenen, sind sie oft sehr erfolgreich in ihrem Beruf. Sie können sich natürlich dort dann auch besser durchsetzen, weil sie das in der Kindheit dieses Potenzial schon ausschöpfen haben können. Sie sind oft selbstständig und sie geben eben vor, sie gehen voran. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in dieser Zeit, in der wir leben, dass wir einfach Kinder heranwachsen, die wirklich Verantwortung übernehmen, einen starken Willen haben und sich auch durchsetzen. Ja, wenn man das in der Kindheit unterdrückt, kann das sehr häufig vorkommen, dass Einsergeborene dann eher Einzelgänger werden, dass sie vom Leben, sage ich mal, eher enttäuscht sind, dass sie oft zur Aggression neigen, weil eben dieses Potenzial in der Kindheit unterdrückt wurde. Ja, vielleicht bist du ein Einzelgeborener und hast womöglich, haben deine Eltern dieses Potenzial nicht erkannt und dein Potenzial wurde unterdrückt. Dann hast du natürlich jetzt noch immer die Möglichkeit, dass du das heilen kannst, dass du wieder zu deinem vollen Potenzial findest. Ich setze das bei meiner Arbeit sehr intensiv ein, weil wenn ich das Geburtsdatum weiß, kann ich mich schon ganz intensiver mit meinen Klienten beschäftigen und wir kommen viel schneller an unser Ziel, was wir uns gesetzt haben. Ja, vielleicht habe ich da neugierig gemacht über die Numerologie, über meine Arbeit. In nächster Zeit wird es immer wieder Videos über die Numerologie geben. Das nächste Video natürlich geht es dann um den Zweiergeborenen. Und ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich für einen Daumen nach oben. Und wenn du meinen YouTube-Kanal Kraft in dir noch nicht abonniert hast, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du ein Abo hinterlässt. Danke, dass du mir so lange zugehört hast und im Textteil siehst du, was ich anbiete.